Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic Teil 8, Day of the Destroyer. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind hier in Eskatons Palast. Ich bin immer noch nicht sicher, was Eskaton eigentlich will, warum er die Erde zerstören will. Der Dungeon soweit gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Gegner sind nicht zu hart. Trotzdem könnten wir eigentlich mal hier raus teleportieren und nochmal ein, zwei Level-Ups machen. Was mir hier gut gefällt, es ist halt so ein bisschen rätselhaft. Wir müssen Hebel finden, wir haben verschlossene Türen, wie hier zum Beispiel, finden Hebel, wo die Türen öffnen. Und da sind wir doch jetzt relativ gut schon weit vorangekommen. Und ich hoffe nur, dass es halt keine Reihenfolge gibt, dass wir das nur in einer bestimmten Reihenfolge öffnen müssen. Aber das sieht bisher jedenfalls nicht so aus, als ob das der Fall wäre. Okay, und hier haben wir die nächste Tür, die zu ist. Irgendwie überrascht mich das jetzt nicht so wirklich. Eine Tür hier auf, die andere zu. Und wir können noch nichts machen. So, dann hätte ich einfach mal vorgeschlagen, wir machen einen kleinen Abstecher. Ach, es ist Nacht, da müssen wir sowieso noch mal schlafen. Kommt herein. Euer Zimmer ist gerichtet. So, dann können wir gleich noch ein paar Sachen verkaufen. Panzerung. Kommt herein. Das hat wenig Nutzen. Ja, die Panzerung kann verkauft werden. Das hat wenig Nutzen. Oh, die sollten wir uns mal genauer nochmal anschauen. Das hat wenig Nutzen. Die schauen wir uns auch nochmal genauer an. Da haben wir auch noch Panzerung. Das hat wenig die Nutzen. Kann weg. Die will ich mir auch nochmal anschauen. Das heißt, die kommen auf jeden Fall weg. Ja, da haben wir noch was. Es passt nicht. Ja, okay. Dann erstmal das hier. Rüstungsklasse 1 mit Spezialrüstungsklasse 25. Ja. Der hier kann auf jeden Fall weg. Es ist nichtig. Der kann weg. Der Helm, das müssten wir uns auch nochmal anschauen. Das ist wichtig. Ja. Und das hat wenig Nutzen. Ja, auch den schauen wir nochmal genauer an. Machen wir erstmal. Das wollen wir uns anschauen. Das wollen wir uns anschauen. Das und das und das. Dann kriegst du die Dinger mal, die wir uns noch anschauen wollen. Das hat wenig Nutzen. Mit Rüstungsklasse 21. Ja, den brauchen wir definitiv nicht. Weil dann nehmen wir den mit 25, logischerweise. Sonst wäre es ja irgendwie ein bisschen seltsam. Es ist nichtig. Und der Plattenpanzer kann auch weg. Gut. Dann schauen wir uns das Ganze doch mal ganz kurz genauer an. Bei. Ja doch, schauen wir uns das an. Also, fangen wir mal mit den. Nee, fangen wir mit dem Schild an. Du hast 21 oder ohne nichts drauf. Wobei, es ist ein wichtiger Gegenstand. Ach, das ist der Eclipse. Das ist ein wichtiger Gegenstand der Seelenmagie, der Körpermagie, Geistesmagie. Aber der erhöht ja nicht irgendwie unsere Fähigkeiten oder sonst irgendetwas. Und der hier würde auf jeden Fall unsere Rüstungsklasse erheblich erhöhen. Ja, okay. Aber wahrscheinlich müssen wir den behalten, weil das ja ein wichtiger Gegenstand ist. Also wegwerfen wollen wir den jedenfalls nicht. Gut. Dann den hier. 12 Ausdauer und Rüstung und Trefferpunkte. Gegenstand identifizieren, das würde ich vielleicht. Warte mal, Gegenstand identifizieren sind wir doch. Da sind wir nur Meister, nicht 100%. Nee, da würde ich gerne das hier behalten. Du bleibst bei deiner Krone. Stärke 8. Das wird man auch behalten. Also entweder Ausdauer, Rüstung, Trefferpunkte oder Stärke 8. Ich würde sagen, wir nehmen das hier und dann wird der hier verkauft. So, Schuhe. 12 oder 12 und Persönlichkeit. Ja, das ist ziemlich klar. Die hier kriegst auf jeden Fall du. Dann können die je nachdem weg. 10 und Erdresistenz. 12 Intellekt, den behalten wir. Du kannst keine ansehen.
Genauigkeit, aber Rüstung nur. Ja, dann lasst uns das einfach mal jetzt so ansehen. Ich meine, ich könnte es ja auch noch komplett verzaubern. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, die ich machen könnte, aber ja, egal. So, Rüstung, Gürtel, Ausdauer und Regeneration der Trefferpunkte mit Zeit. Schnelligkeit, Ausdauer und Rüstung, der ist auf jeden Fall gut. 15 Glück ist gut. Genauigkeit 7, Schnelligkeit 6. Weißt du was? Dann bekommst du, hoppla, diesen Ding an und gut ist. Dann haben wir den auch zum Verkaufen. So. Dann haben wir noch die Handschuhe. Das ist 12, das sind 10er. Ausdauerrüstung und Trefferpunkte. Trefferpunkte, Regeneration, Zeit. Geistresistenz, aber plus 15. Ausdauer und Genauigkeit. Regeneriert Zauberpunkte mit der Zeit. Schnelligkeit 16. Die sind halt, ja, du kannst auf jeden Fall eine neue kriegen. Dann kriegst du den hier. Und der hier, der gibt halt auch noch Rauch auf Rüstung und so weiter. Regeneriert. Aber haben wir nicht auch noch eine weitere Regeneration von... Ah, Entschuldigung, ich wollte da draufklicken. Ja, da haben wir auch noch eine Regeneration drauf. Dann verkauf mal den hier und dann kriegst du den hier. Wobei, warte mal. Ja doch, mach mal so. Dann verkauf mal den hier auch. Alles klar. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal. Verkaufen. Weg. Und als nächstes die Waffen. Was wünscht ihr? 15 mit 10 bis 20 Punkten Feuerschaden. Feuerresistenz plus Dings. Der könnte sehr interessant sein. Der ist jetzt nicht so gut. Ja, zu euch kommen wir gleich. Da haben wir nochmal Waffen. Das hat wenig noch. Es ist nichtig. Die können auf jeden Fall weg. Du hast sonst keine Waffen mehr. Ja, noch das hier. Das war ein Zauberstab, glaube ich. Aber das hier und das hier noch. Es ist nichtig. Elassen. Ach, das ist der. Der kann auf jeden Fall weg. Dann mal ganz kurz. Erst einmal schauen wir uns das hier an. Du hast hier, ja, plus, das ist ja um einiges besser. Feuer ist auch richtig, richtig großer Widerstand drauf. So, und das hier, das ist Elsenrail, von denen haben wir ja die Gegenseite. Genauigkeit plus 40 und 10 bis 20 Punkte Schaden durch Licht. Die Schmiede des Chaos wurde bei der Herstellung der Schwerter des Gleichgewichts zerstört. Die Sage erzählt, dass die Klinge des Lichts, Elsenrail, und die Klinge der Dunkelheit, Glowmanthale, für das Ende des Universums eine äußerst wichtige Rolle spielen werden. Und da haben wir ja jetzt den hier, das Gegenstück dazu. Glowmanthale und Elsenrail. Glowmanthale, genau. Genauigkeit. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich die austausche? Ich meine, das ist schon cool, wenn wir die zwei gegensätzlichen Dinger im Dings hätten. Also wir machen 42 bis 45 Schaden. 54, Entschuldigung. Und 54 Bonus. Ich muss ganz kurz mal, das ist 59, 75, 37, 124, 206, 170 und 125. Was passiert, wenn wir jetzt beide austauschen? Nein, nicht den hier, sondern den hier raus und dafür nehmen wir den und den hier rein. Jetzt hätten wir 53, also wir machen, haben ein bisschen weniger Trefferwahrscheinlichkeit. Ich glaube, es ist ja auch egal, wie rum wir das machen, oder? Ja. Und wir machen ein bisschen mehr Schaden, aber nur geringfügig mehr Schaden. Unsere Stärke geht hoch, Intellekt bleibt, Persönlichkeit bleibt,
Dafür ist die Ausdauer relativ, ja, die geht halt runter. Die Genauigkeit geht runter. Die Schnelligkeit geht runter und das Glück geht runter. Also, theoretisch gesehen, mit den kleinen Händen und den großen Griff hier. Also, theoretisch gesehen ist das hier eigentlich, dafür geht unsere Rüstungsklasse, glaube ich, nach oben. Ja, also theoretisch gesehen ist das hier eine bessere Wahl. Aber diese zwei gegenseitigen Schwerter hier, von einem Lichtschwert und einem Dunkelschwert, das finde ich einfach ziemlich heiß. Tut mir leid, wenn das wertetechnisch wirklich blöd ist. Das hat wenig Nutzen. Aber hilfreich. Das hat wenig Nutzen. Luftresistenz 25. Mach mal den hier raus. Komm. Halt, das war der falsche. Wer war's? Nee. Du warst das, Mist. Okay, du kriegst dann den hier rein. Okay, was haben wir sonst noch? Also den hier mach mal raus. Es ist nichtig. Den mach mal raus. Das verkauf mal. Okay. Was wünscht ihr? Und die behalten wir auf jeden Fall noch, weil die sind eigentlich sind die besser als die anderen zwei. Aber spieltechnisch sind die anderen einfach um einiges besser. Wir führen eine große Wenn ihr versteht, was ich meine. Fakten, die von Generation zu Generation weitervererbt wurden. So. Ihr seid hier immer gerne gesehen. Schön, dass wir gerne gesehen sind. Dann lasst uns doch noch mal hier weitermachen. Ihr könnt euch sehr cool, sehr cool. Boah, gleich richtig sehr viel, cool. viel Stufen hier. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. So. Dann durchbuffen. Noch Licht. Du machst den hier noch. Du machst das hier und zwar zurück nach hier. Nur noch 30 Tage. Da sollten wir setzen. So, dann haben wir es wieder gesetzt. Durch die viele Dings ist es natürlich jetzt, habe ich den da schon gemacht? Ich glaube noch nicht. Ja, durch das viele Trainieren ist es natürlich, haben wir natürlich viel, viel Zeit verbraucht gehabt. Aber schaut mal an, fast alle haben jetzt 68 vom Ding her. Boah, wie cool ist das denn? So, der hier ist weiterhin zu. Der ist zu, da kommt man nicht rein. Der ist relativ egal. Ich glaube, dann müssen wir erst einmal nach Norden gehen, hätte ich gesagt. Achso, ja, die zwei da, die können wir leider noch nichts machen. Was ist das hier? Eine Kiste. Es ist nichtig. Eine Plattenpanzer mit Intellekt. Es ist ja richtig. Genau das, was man Nutzen. Braucht. Das hat wenig Nutzen. Genau das, was man braucht. Ich glaube, das hier war auch mal eine Tür, die noch zu gewesen ist. So. Dann ist diese Tür hier zu. Und wir gehen einfach mal weiter. Okay, da kommen wir rein. So. Noch weitere Gegner? Nein. Dafür ist mir unbekannt. Kriegen wir nochmal einen Kettenpanzer. Okay, das war's von hier. Hier ist also tatsächlich nichts groß mehr. Hier geht's noch irgendwo rein. Ich glaube, da ist auch ein Schalter oder irgend sowas. Ja, da ist ein Schalter. Drücken wir mal. Also den da haben wir. Das ist ein Hebel.
Dann können wir gerade mal schauen, ob der ja, ob diese Tür jetzt offen ist. Also irgendeine Tür ist auf jeden Fall aufgegangen. Und es ist, ja, es ist diese Tür hier. Also die geht auch. Und da oben haben wir auch den nächsten Hebel. So sieht's aus. Gut. Alles klar. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal fertig. Da waren wir. Hier geht's nirgends rein. Da haben wir noch eine Tür. Ich frage mich auch, wo müssen wir eigentlich jetzt genau hin? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht gehabt, dass wir hier rein müssen, dass das der Thronraum oder wie auch immer wäre, aber... Ist mir unbekannt. Ich weiß es nicht. Oh. Wir haben gesiegt. Ja, uns selbst dabei verletzt, aber gesiegt. Okay. Das hat wenig Nutzen. Kommt mit. Ich weiß, wenig Nutzen, aber kommt trotzdem mit. Eine verborgene Tür noch mit. Das hat wenig Nutzen. Ja, ganz nett. Ich wünschte, ich wüsste es. Es ist nichtig. Hoppala. So, kommt mit. Alles klar, dann sind wir hier auch fertig. Das nächste Ding. Okay, die geht auch auf. Irgendwann vernichten wir uns noch selber. Okay, was haben wir hier? Wir haben was zu trinken. Aber bringt für keinen unserer Helden irgendetwas. Weiter geht's also. Hier noch eine Tür. Ah ja, gut. Die Betten, da können wir, glaube ich, nichts mitmachen. Dann können wir mal schnell hier reinschauen. Das ist nichtig. Jo. Nehmen wir einfach mal alles mit. Ha. Falsch gedrückt. Super gemacht. Das ist nichtig. Das hat wenig Nutzen. Es ist nichtig. Das hat wenig Nutzen. Tag des Schutzes, das kennen wir schon. Nutzen. Ja, okay. Ja, und einmal falsch gedrückt, genauso wie jetzt. Und schon passiert sowas. Okay, weiter geht's. Also, die Tür hier ist auch schon offen. Ist diese Tür hier eigentlich auch schon offen? Ja, auch diese Tür ist offen. Es ist nichtig. Es ist nichtig. Mein Rucksack ist zu klein. Kein Platz. Nicht genug Platz. Ach, dann kriegst du das. So. Es ist nichtig. Das hat wenig Nutzen. Kein Platz. Ich weiß es nicht. Es ist nichtig. Es ist nichtig. So, gut. Dann haben wir auch das erledigt. Ja, was... Wo müssen wir eigentlich... Ah ja. Wir haben auf jeden Fall jetzt noch hier den Hebel, denn die Tür haben wir ja schon geöffnet. Und dann müssen wir mal schauen, welche Tür danach aufgeht. Man hört nichts, es scheint in weiter Ferne zu sein. Also, meine Vermutung wäre jetzt entweder diese Tür hier, aber das sieht aus, als ob es da groß nicht weitergeht. Oder diese Tür. Und ich schätze mal diese Tür, weil da gibt es einen Hebel. Und wenn wir den Hebel betätigen, wird wahrscheinlich diese Tür geöffnet. Würde ich fast davon ausgehen, dass das so sein könnte. Und dass da der Hauptraum ist, wo wir Eschaton finden werden. Mal schauen, ob es auch so ist. Ah, nee. Ich glaube, es ist der andere. Nee, doch, hier ist aufgegangen. Rein spieltechnisch mal von Dings her. Ja, Frederik hat schon wieder ein Level up. Okay. So. Diesen Hebel haben wir jetzt also auch schon betätigt. Dann kann der hier weg.
Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Also, das sah aus, wie wenn der auch offen wäre, weil da gehen ja auch die Dings durch. Die ganzen Gegner durch. Wobei, für was war dann der hier? Also im Großen und Ganzen, wenn ich es richtig sehe, haben wir nur noch diese Tür und diese Tür hier, wo zu ist. Oder zu war, sagen wir es mal so. Jetzt schauen wir mal ganz, ganz kurz hier rein. Na, guck mal, die Tür ist jetzt auch offen. Irgendeine dieser Türen hat diese Tür auch aufgemacht. Was uns allerdings nicht groß weiterbringt. Weil das war ja egal, ob wir von da oder da reinkommen. Das ist je nachdem nur eine Verlängerung oder eine Verkürzung von, ja, ihr wisst schon. So, dann schauen wir in den letzten Raum rein und wenn da nichts weitergeht, dann weiß ich es gerade auch nicht, wie es weitergehen sollte. Oh, aber ich sehe gerade, 21 Minuten haben wir schon. Dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Ich bin jedenfalls gespannt, was wir da noch finden werden. Aber wenn es da nicht weitergeht, dann bin ich echt irritiert, weil dann war man eigentlich schon überall. Wir werden sehen, wir werden sehen. Anschließend haben wir Eskaton schon erledigt gehabt, ohne es mitzukriegen. Na gut, wie dem auch sei. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.